Die Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. So, du. Oh, da ist halt noch, da sind noch, da kommen noch zwei. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Meisterhafter Kriegsdolch. Er hat aber auch hier eine Truhe im Lager. Gut. So, mal gucken, was ist in der Truhe? Können wir noch nicht. Ja, da unten ist noch ein Eisernenlager. Elfenkrone, gut. Es fehlt noch die Zwergenkrone. Die dürfte dann in der Kiste sein. Oh, Retznor. Also ja, wie gesagt, ist nicht gerade effizient für Erfahrungspunkte, aber wir sind schon Level 27 und 10%. Die 90%, die wir noch brauchen für Level 28. Ja, und mehr könnten wir wirklich nur erreichen, wenn wir doch ordentlich grinden würden. Oder von Anfang an ordentlich gegrindet hätten. Retznor steht etwas abseits und da sind auch nur noch drei andere Kita. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Oh, Retznor kann Lebensraub. Standhalten, Männer! Retznor kann, wenn er trifft, gut Schaden machen. Die Linien müssen halten. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Blutdieb, große Klingenwaffen, dunkle Beinschienen und Kurzschwert. So, euch drei stecke ich doch locker in die Tasche. Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner!
So, weg mit dir. Weg mit eurem Lager. Dann gucken wir, ob unten noch irgendwo eins versteckt ist. Ja, er hat eine höhere Rüstungsklasse als wir. Dafür haben wir mehr Lebenspunkte und mehr Mana. Ja, toll ist, dass man die Stufen bei denen so gar nicht sieht. 21, 20. Ja, wir bräuchten nur noch einen neuen Schützen eigentlich. Aber ich gebe mich erstmal mit der Zwergenarbeiterrunde zufrieden. So, noch eins weg. Also noch ein Lager weg. Ich glaube aber, hier unten war kein Lager mehr. Könnte mich auch irren. Doch, hier ist ein Lager, aber das gehört Eisonnen. Das heißt, bis auf die Eisernen sind wir jetzt alle Kita hier losgeworden. Also wir sind die Kita losgeworden, es bleiben noch die Eisernen. So ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Ja, Erfahrungspunkte sind halt nicht so toll ausgefallen, aber ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Und ich hatte fast nur starke Dunkelelfeneinheiten. Aber nee, ich denke mal, der Hauptgrund liegt daran, dass Kita einfach ein bisschen stark sind in dem Spiel. Also die Kita hier vor allem Ding. Und ja, das war wahrscheinlich schon ein Spoiler. Wir werden in Breath of Winter auf jeden Fall auch noch Kita begegnen. Ah ja, alles zu seiner Zeit. Erstmal müssen wir Order of Dawn fertig kriegen. Hier ist nichts versteckt? Nein. So.
Dann reisen wir mal kurz zum atmenden Waldmonument und nehmen das ein. Hat einen ganz einfachen Grund, dass wir uns nicht ganz so sehr abplagen müssen. So, jetzt können wir ruhig immer noch unser Backup überschreiben. Wir können uns jetzt zum Ostportal porten. Genau. Jetzt tauchen hier nämlich Klingenweber auf. Und hier tauchen auch, glaube ich, mehr Gegner auf. Und ja, jetzt werde ich ein paar Mal öfter speichern müssen, bis wir das hier durchhaben mit den Eisernen. Ja, wir nehmen das Herz des Waldes. Und jetzt kiten wir Blutesche hinter uns her. Das ist also jetzt der richtig spaßige Teil. Ja, wir können auf Blutesche wahrscheinlich schießen, wie wir wollen. Er hat so eine hohe Regeneration, dass er... Oder so viele Lebenspunkte. Töten sollten wir ihn auf jeden Fall nicht, weil wir brauchen ihn. So, komm, Blutesche bei Fuß. So, und sicherheitshalber hier nochmal überschreiben.